Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Advance Wars. Genau. Ich wollte gerade Final Fantasy sagen. Ich weiß nicht wieso. Wahrscheinlich wegen Tactics. Diese Mission habe ich schon 2, 3, 4, 5, 6 Mal gespielt. Ich habe locker 5 Stunden hierin erst investiert und bin kein Stück weitergekommen. Ich weiß nicht, ob ich es diesmal schaffe. Ich habe mir auch ein paar Sachen im Internet durchgelesen, die mir quasi gar nichts gesagt haben, so. Aber immerhin weiß ich, wie die Map schon aufgebaut ist, was für eine Fähigkeit und so, deinen ganzen Kram. Das kann ich euch ja jetzt erzählen. Also, du steckst hinter all diesem Chaos. Hast du auch einen Namen oder sollen wir dich Katastrophe nennen? Mein Name ist Sturm. Nun, Sturm, wir haben dich schließlich gestellt. Zeit, die Zeche zu zahlen, wie es so schön heißt. Mich gestellt? Mich? Ihr seid nur durch die Tür gekommen, die ich euch öffnete. Was? Hast du wirklich gedacht, ich würde euch nicht bemerken, dummes Ding? Du und deine lächerlichen Strategiespielchen, mehr kannst du nicht? Wie? Aber das ist... Du konntest nicht. Heißt das etwa, du hast von allem schon gewusst? Du hast einen dummen Fehler nach dem anderen gemacht. Dachtest du wirklich, du seist mir ebenbürtig, du Närrin? Diese Farce muss beendet werden. Zahle die Zeche, so hieß es doch. Es tut mir leid, Vater. Ich habe mein Versprechen gebrochen. Schnell, Sonja ist in Gefahr. Jo. Sonja ist in Gefahr. Sonja! Kid? Tut mir so leid, ihr müsst alle fliehen. Der Feind, Sturm, ist viel stärker als ich dachte. Alles ist... Dieser Sturm hat dir das angetan, nicht wahr? Andy, bitte, du musst weg von hier. Du willst, dass wir wegrennen? Dieser Kerl wird geschlagen. Das ist der Vollidiot, der uns so nervt. Dem machen wir Beine. Warte, Max. Andy ist an der Reihe, oder? Oh ja, du hast recht. Schau nicht so beleidigt. Ach, meinetwegen, Großer. Du kannst meine Truppen führen. Was? Wirklich? Ich schulde dir was, Kid. Okay, THC, ich bin auch dabei. Wie es scheint, bin ich gerade noch rechtzeitig eingetroffen. Captain Drake. Sieht ein bisschen aus wie ein Affe mit Hut. Um ehrlich zu sein, ein Schimpanse. Naja, Green Earth ist gesichert. Deshalb biete ich meine Hilfe an. Da ist noch etwas, was mich beunruhigt. Noch etwas? Ich fürchte, Sturm hat Kräfte, die wir noch nicht gesehen haben. Etwas von immenser Größe. Ich dachte jedenfalls, je mehr Feuerkraft wir haben, desto besser. Schicken wir ihm heim, THC. In Ordnung. An alle, wir rücken aus. So. So sieht die Map aus. Wir können alle drei Einheiten steuern. Nacheinander. Zuerst Andy, rot, dann blau, dann grün. Das ist die eine Hälfte der Karte. Dann haben wir hier diesen Fluss. Er teilt die Karte in zwei und oben ist halt die Basis von Sturm. Sturm hat eine Fähigkeit, alle zwei Runden, drei Runden, vier Runden oder so, zwei, drei Runden, kann er einen Kometen beschwören. Der macht Damage, irgendwie 8 Schaden auf jede Einheit im Radius von 5x5, glaube ich. Ja, so 5x5, das würde hier so diese ganze Ecke einfach zerbomben. 8 Schaden. Diese 8 Schaden, die können keine Einheiten töten. Also wenn jemand auf 1 gelangt ist, dann bleibt er halt auf 1, ne? Und sonst hat er halt arsch viele Einheiten, wie ihr hier seht. Flachs ordentlich, Hubschrauber ordentlich, Kampfpanzer 2, Jagdpanzer 3. Zwei Jäger, vier Jäger und vier Bomber. So, das Ding ist, ich muss mich eigentlich ein bisschen zurückziehen. Erstmal sollte ich bisschen was gegen die Bomber tun. Die Bomber werden nämlich herkommen und mir den Arsch aufreißen. Sonst ziehe ich meine Transporter zurück. Die bringen mir eh nichts.
Und ich muss halt, ich muss halt, wie heißt's, die Aufmerksamkeit von ihm auf meine Einheiten lenken, irgendwohin, dass der drauf bombt. Das ist das Ding. Das können die noch besetzen, ansonsten Ende. Dann kommt halt Max. Ich schicke einfach die Flak-Einheiten nach oben. So. Und die Panzer schicke ich nach unten. Weil die Bomber werden kommen. Aber die Dingens erstmal nicht. Seine Dingstruppen, seine Nahkampftruppen. Die brauchen noch eine Weile. Also die kommen hier bis zu der Brücke ungefähr, aber die Flugzeuge haben halt eine Ultra-Reichweite. Logisch. So, Tag 1 immer noch. Das Ding ist, er wird keine Flugzeuge mehr bauen, sobald ich halt diese 8 Flugzeuge kaputt gemacht habe und diese 4 Hubschrauber, dann macht er keine. Dann habe ich quasi die Lufthoheit an mich gerissen. Aber das war es dann auch. Diese Narren, ihre Truppen sind alle hier versammelt. Pahaha, sie spielen mir direkt in die Hände. Sie werden den Tag verwünschen, an dem sie wagten, mich zu fordern. Ja. Die Jets sind noch alle ungefährlich. 2 Bomber sehe ich quasi schon tot. Die habe ich quasi rausgelockt. Im Gegenzug nur einen kleinen Jagdpanzer verloren. Also hier an der Seite bei Max. Den greife ich mit dem an und mit dem anderen, so, ne? Und eigentlich kriege ich die sogar auch tot. Ja, fett. So. Kriegt der schon hier rein? Nein. Wie mache ich das denn? Ja, erstmal hier so. Oh, krass. Das ist natürlich praktisch. Ich weiß nicht, wie die hier so dran kommen. Ich glaube, die kommen gar nicht dran. Der hier kommt vielleicht dran, aber der andere nicht. Die muss ich nach unten ziehen am besten. Und weitere Mechs bauen. Kriegt der nicht? Der kriegt gar kein Visier. Ich gehe mal hier hin, so. Oh, die kommen in Reichweite. Scheiße. Egal, dann verliere ich halt die Missile. Das ist vorerst nicht so schlimm. Dann schicke ich die beiden Hubschrauber in dieses Gebiet und hoffe einfach, dass er hier reinbombt und nur meine Mech-Einheiten kaputt macht. Was halb so schlimm ist. Ansonsten darf ich nicht mich versammeln in irgendeinem Gebiet, sonst tut es weh. So, jetzt ein bisschen, sieht ja eigentlich perfekt aus so für die, aber okay, Peng, ein Bomber tot.
Zwei Bomber tot. Ein Jäger tot. Und zwei Jäger tot. So gut war ich noch nie. Es läuft. Ich muss oben diese Fabrik einnehmen, glaube ich. Ist es am besten. So. Mit den Einheiten hier schön kuscheln. Um noch mehr Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen, ziehe ich noch den Blauen da rein und das war's. So, diesen. Ja, fett! Der Bomber ist down. Das habe ich noch nie geschafft in diesen 4, 5, 6 Matches. Weil jedes Mal ist es eine Stunde ungefähr. Bis ich dann schließlich verloren habe. Ja, war nicht so prickelnd, irgendwie immer eine Stunde da abzuhängen und dann zu verlieren. Ende. Pepeng. Dies ist der Beweis meiner Macht. Wohin schmeißt du ihn? Wohin schmeißt du ihn? Auf meine zwei Missiles. Das ist gut. Ja, Mann. Perfekt. So gesehen war das gut. Oh, die Hubschrauber, die werden gefährlich. So. Jetzt kommen die gefährlichen Hubschrauber. Da ist noch ein Bomber. Ein Bomber ist noch übrig. So. Was ist denn jetzt hier gefährlich? Zack. Einfach nur als Kugelfang soll er dienen. So. Ach, hier ist noch ein Hubschrauber, ein Jet. Ah, das kann er ja gar nicht. Scheiße. Also, was haben wir hier für Einheiten? Panzer, Hubschrauber, eine Artillerie. Obwohl, ein Kampfpanzer brauche ich. Dafür habe ich nicht genug. Dann Jagdpanzer. Und eine Mech-Einheit. Kann ich noch irgendwas machen? Ach ja, unten die Häuser übernehmen. Scheiße. Egal. So, er greift die von hinten ein bisschen an. Oder von der Seite eher. Und er übernimmt. Sie übernehmen das Game. So. Das Ding ist, ich baue hier einen Satz Mechs hier in diesem Gebiet einfach.
diese Ecke versammle ich die. Und dann hoffe ich, dass er die dahin zielt. Mehr kann ich mit ihm schon gar nicht mehr machen, okay. Drake zieht sie zurück. So. Ja, ist irgendwie nice. Dass er diesmal so weit kommt. Ach, das Übernehmen bringt ja gar nichts mit zwei Leben. Aber egal. Mehr Eigenheiten hat er nicht. So. Der werte Herr Commander Sturm. Ich glaube, den Bomber habe ich schon mal in Reichweite gelockt. Oh, ein Raketenwerfer, ja, okay. Erstmal die Gabe benutzen. Damit wird, glaube ich, nur diese eine... Ne, zwei Einheiten werden geheilt. Aber der Bomber ist ja schon mal tot. Ein Problem weniger. Dann... Was machen wir denn? Was ist denn hier gefährlich? Der Hubschrauber ist auf jeden Fall gefährlich. Aber auch die gegnerischen Kampfpanzer sind saugefährlich. Deswegen muss ich die erstmal zerstören. Hubschrauber gegen Hubschrauber Fights. Moment, wie viel? Die können gar nicht schaden, okay. Na gut. Ich habe hier eine so eine Anti-Air. Oh, das reicht. Ja, fett. Dann muss ich den eigentlich schützen. Mit dieser Einheit hole ich dann einen von diesen Flugeinheiten noch vom Himmel. Und... So, ich baite ihn. Der Jet oder der Hubschrauber. Jet wahrscheinlich wird den Transporter da kaputt machen. Ui. Macht davor viel Schaden. So. Erstmal hier die Mechs. So, jetzt kümmern wir uns hier um den kleinen Kram. In der Regel sind... Okay. Dann nehmen wir die Gabe. In der Regel sind meine... Einheiten sau stark. Der kommt sogar dahin. Fett. Ja, dann kann der schon mal richtig dick vorrücken. Der übernimmt das mal zu Ende. So, ich habe hier Jagdpanzer und so ein Shit. Kampfpanzer auch. Der Kampfpanzer kriegt sogar hier noch einen Tod. Dann kann dieser hier den hier kaputt machen.
Und dieser hier macht... Wer ist denn schlimmer? Der hier, oder? Ja. So, wenn der hier so reinballert, hier nächste Bombe, dann verliere ich gar nicht so viel. Aber ich habe seine Einheiten schon krass dezimiert. So, insgesamt... Boah, ha, 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 ha. Er hat hier in meiner Basis nur noch zwei dieser Jäger, die nichts machen können. Die können ja nur Lufteinheiten angreifen. Ich habe nur noch diesen Hubschrauber. Plus ein gefährlicher Hubschrauber. Ansonsten hat er nur noch Crap auf der Karte. Ja, okay. Hier, das ist vielleicht nicht unbedingt Crap, aber... Okay, ein Kampfpanzer hat er von mir in Reichweite. Vielleicht sollte er irgendwie heilen gehen und der hier rückt nach. Mal schauen, wo der jetzt die Bombe platzen lässt. Mitten rein. Aber, wie gesagt... Oh, noch ein paar Kampfpanzer. Scheiße. Das ist nicht so gut. Ja, er hat größtenteils nur Mech-Einheiten erwischt. Das ist okay. Es ist okay. Es ist okay. Hätte schlimmer sein können. Hubschrauber ist erstmal. Der captured das zu Ende. Hubschrauber ist die letzte gefährliche Einheit in meiner Basis. Fuck. Nee. Was mache ich denn jetzt? Die ziehen sich alle ein bisschen zurück zum Heilen und so. Hier ist ein fast kaputter Hubschrauber, der ist down, so würde ich mal sagen. Ansonsten kommt er hier nur mit Fußtruppen. Kann ich alle zerschmettern. Den hier ziehe ich zurück. Da heilt er sich halt, ne? Und ansonsten... Das sind normale Infanterie, ne? Ja. Jagdpanzer. Und Speer sind ganz okay gegen die Fußtruppen. Was für eine Reichweite, wo ist denn das? Ja, der... Der killt den ja nicht mal. Ist ja voll schwach. Naja. Immerhin. So. Diese Fuckers. Schaffe ich das? Yes! Hat sich absolut gelohnt. Raketenwerfer ist fast down. Und dann mache ich hier einfach nur Flak-Einheiten. Aber ist schon krass, dass der alle zwei Runden... so ein
so ein krasses Dingens hat. So einen krassen Meteor. Ich muss mich auch zurückziehen. Manchmal ist der Rückzug besser. So, Tag 5. Ich baue insgesamt einfach nur die ganze Zeit Mechs. So, dann hätte ich das schon mal alles besetzt. Den kann ich noch nicht. Da habe ich den doch mal empfindlich gestört hier. Ziehen beide nur 80 ab? Ja, dann ist es ja egal. So. Ich bin schon in seinem Gebiet, ey. Und gerade mal in einer halben Stunde, nicht mal. Oh, ein Bomber. Wo kommt der her? So, da du das schon fertig eingenommen hast, besetzt das. So. Der kommt nicht so weit. Der kommt gleich dahin, aber erstmal... erstmal empfindlich hier auf die Schnauze geben. Und dann mit Jagdpanzern eigentlich hinterher, aber... So, den Heli. Down. Ansonsten kann ich nichts mehr machen. So, der Max. Der Max. Der baut schön fleißig Flachs. Alle schön nach oben wandern. So. Was machen die denn jetzt? Ich zieh die mal zurück. Damit die sich vielleicht irgendwann nochmal heilen, so. Ich muss ja nicht unbedingt mehr Einheiten verlieren als nötig. Kriegt der den Down? Nicht ganz. Aber der Hubschrauber ist wenigstens down. Vielleicht... Ja, er geht kaputt. Der geht auch kaputt. Der geht auch kaputt. Übernimmt das einfach mal. Der geht nach unten. Und der baut Flachs und Jäger im nächsten Zug. Wenn er genug bekommt. Obwohl Helis. Helis, ein Bomber.
Ja. Der spart erstmal, sagen wir mal. Erstmal nach vorne rücken. Und Mechs bauen. Ich weiß nicht, ob ich dann genug Cash habe. Aber ich habe das Ganze ein bisschen unter Kontrolle.